Was geht, meine Damen und Herren? Willkommen zu einem weiteren Part von diesem Spiel hier. Und ja, meine Damen und Herren, ihr wisst, was das bedeutet. Wir können jetzt skippen. Stardew Valley, meine Damen und Herren. Wir können eigentlich jetzt wieder ins Bett direkt gehen und den Tag skippen, aber das mache ich jetzt erstmal noch nicht, meine Damen und Herren. Ich sammle erstmal das ganze Zeug hier ein, tue mir erstmal wieder rein und dann skippen wir eigentlich. Oder was? Oder wollen wir noch irgendwas machen? Also zumindest gerade kann ich nichts machen, da bin ich mir ziemlich sicher. Das ganze Zeug können wir jetzt hier reintun und gleich wieder ins Bett. Gut. Schlafenszeit, meine Damen und Herren. Am 17. werden wir ganz normal wieder aufstehen. Und, ihr wisst schon, wohin gehen. Ich weiß jetzt nicht, wohin. Warum kriege ich eigentlich immer nur so wenig für den Wein? Was ist das für ein Wein überhaupt, was wir da reintun? So, wir sammeln uns einfach, wir sammeln jetzt erstmal nur diese Dinge hier ein. Ich sammle mir diese Dinge ein und gehe dann direkt pennen bis zum 17. Und am 17. kann ich, glaube ich, nämlich das Starfruit-Wein vom Greenhouse mitnehmen. So, wir werden jetzt nichts verdienen, wir tun das alles in der Masse dann rein. Kein Stress. So, ich nehme das alles jetzt einfach mit. Ganz gechillt. Und so können wir auch ein paar Tage verschieben oder eher gesagt skippen. Ohne Probleme, zack, easy. Wie gesagt, am 17. stehen wir auf. Und guck mal, wie schnell das geht, ne? Also es geht einfach relativ schnell, man verdient so sein Geld. Das ist doch schön und so wachsen auch alle Sachen. Und am 17. müssen wir, wie gesagt, aufstehen, zack. So, ich will das jetzt auch haben. Wir haben jetzt, müssen noch ein paar Tage skippen. Und dann gucken wir in den Reifefass rein. Wein. Das können wir eigentlich in Reifekeller, also in den Keller reintun. Ist halt normaler Wein. Ich weiß halt nicht, welcher Wein das sein soll. Wissen wir halt nicht. Und das ganze Zeug können wir erstmal sammeln. Zack, zack. Hä? Ja, stimmt, das bringt ja absolut gar nichts. Was bringt das, wenn wir hier, ja, das bringt ja absolut gar nichts, wenn wir die nochmal reintun, weil die sind schon voll gereift. Eben mit dem Qualitätszeug kann man nicht da reintun. Aber ihr seht schon, hier ist alles aus Silberqualität. Ich weiß nicht mal, ob man überhaupt, wenn man jetzt diese Dinger kaputt macht, ob man dann... irgendwas Bestimmtes dann... oder ob man dann das, diese Qualität dann bekommt, wenn man die Dinger kaputt macht. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das erklären soll. Und zwar, wenn wir das kaputt machen, und das ist gerade bei Silberqualität oder sowas, dann, ob wir das dann bekommen. Also, ob wir den Silberqualität und so weiter bekommen. Und, oh, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus, meine Damen und Herren. Aber das sammeln wir alles am 17. Oder? Ne, das können wir jetzt machen. Ich glaube, der andere Wein könnte auch noch schon fertig sein. Ich weiß es halt nicht. Alter, kann das jetzt aufhören, hier zu nerven, das ganze Zeug hier? Das meiste Zeug ist halt einfach hier im Weg. So, ich möchte das alles jetzt einfach mitnehmen. Please, verpisst euch. So. Zack. Honig brauchen wir ja, glaube ich, nicht mehr, ne? Oder? Oder brauchen wir das noch? Also das nehme ich auf jeden Fall erstmal hier alles mit und dann lassen wir das reifen im Keller. Ja, das ist alles Sternfruchtzeug. Ihr seht schon, wie geil das einfach ist. Den Rest tun wir, wie gesagt, auch wenn man nichts mehr reifen können, dann tun wir den Rest einfach woanders hin. Ach nee, das ist ja der Sternfrucht vom, den wir auch anfangs ja auch in Ding reingetan haben. Stimmt, ja gut, das können wir hier abholen. Gechillt, dann gehe ich jetzt auch noch hier im Greenhouse rein und holen es dort auch noch ab.
Das ist auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall. Das ist das auf jeden Fall dieses Sternfruchtwein. So, was wir anfangs ein Ding da reingetan haben. Ich weiß auf jeden Fall, am 21. oder so dürften die anderen Dinger fertig werden. Ja, und das ist auf jeden Fall das hier. Und die anderen dürften am 21. fertig sein. Okay, uralte Frucht. Nicht schlecht. Die können wir auch noch mitnehmen. Es wäre nicht schlecht, wenn wir, wie gesagt, davon... Wenn wir alles voller uralte Frucht hätten, ne? Das wäre einfach nur... Das wäre einfach nur Weltklasse. Ja. Aber da müssen wir halt Glück haben. Und das ist halt einfach sehr, sehr unwahrscheinlich. Also uralte Frucht wäre auf jeden Fall krass. Wir könnten eigentlich so einen Seedmaker machen. Saatguterzeuger. Lass wirklich mal so einen Saatguterzeuger machen. Dann tun wir da die uralten Früchte immer rein. Ich glaube, das wäre sogar am schlauesten. Vor allem hier haben wir sogar noch welche. Das heißt, wir könnten da auch welche machen. Was brauchen wir dafür nochmal? Kohle? Holz und... Goldbahnen und... Kohle. Ja gut, wir können aber nur eins machen. Ja, zwei dürften reichen. Wir müssen halt echt Glück haben. So, ich tue jetzt einfach hier... tut mir leid. Tue ich jetzt erstmal alles rein. Das können wir eh nicht reifen lassen. Deswegen tue ich das jetzt alles rein. So. Und die anderen Dinge zum Reifen in den Keller. Let's go. Na gut, das können wir noch reifen lassen. Das ist ja nur ein einzelnes Ding. So, dann... Na lecker. Na lecker, meine Damen und Herren. Das kann eine Ewigkeit dauern, bis die Dinger hier reifen. Aber ich glaube, wir schaffen noch nicht mal hier rein. So, hier arbeiten die Dinger nicht. Hier arbeitet das nicht, das nicht. Na gut. Den Rest können wir reintun und kriegen dadurch unser Geld. Wir haben ja trotzdem Gewinn gemacht. Es ist nur besser, wenn man natürlich alles reifen lässt. So kriegt man halt am meisten Gewinn raus. Aber guck mal, wir werden jetzt gleich ziemlich viel Geld bekommen. Wobei, ich glaube, die Reiferei, die ist dann noch besser, wenn das dann so bald fertig ist. Aber guck mal. Alter. Ihr seht schon, was ich meine, ne? Das ist auf jeden Fall... Guck mal. Das ist richtig krass, meine Damen und Herren. 273.000 an einem Tag. Ja, und wir haben wie lange aufgenommen? Nicht wirklich lang. Ich bin 100% sicher. Und jetzt können wir wieder skippen. Jetzt können wir wieder skippen, meine Damen und Herren. Kein Stress. Wir müssen im Winter uns nicht ganz wir müssen uns den nicht geben. Wir müssen den ganz einfach nicht geben. Braucht man nicht. So, gib mir das Zeug und pennen. Easy. Ist ganz einfach. Bis zum 21. können wir skippen. Also dann, let's go. Und das ganze Zeug können wir dann auch noch wieder dann reintun. Dann dürften eigentlich auch, glaube ich, dann die ganzen Diamanten ready sein zum Abholen. Pilze müssten fertig sein zum Abholen. Und so Zeug halt, ne? Das müssen wir jetzt im nächsten Tag jetzt gucken. So.
Wir holen das Zeug jetzt ab. 21. ist jetzt bereit, meine Damen und Herren. Und ihr seht schon, wie schnell das einfach geht, ja. Also in einem Part. Wie schnell man einfach so viel Geld bekommt. Und so können wir das jederzeit machen. Kein Stress, meine Damen und Herren. Alles easy, measy, teasy. Alles easy peasy. Was ist das denn hier? Oh yeah. Was ist das denn für ein Wein? Naja. Wie geht's? Es ist ziemlich cool, dass wir eine Höhle auf unserem Grund haben. Es ist etwas, von dem ich immer geträumt habe. Ja, ist auch schön. Schön für dich. Hallo Joker, ich würde dir gerne ein paar Informationen über die kommende Veranstaltung geben. Das Fest des Wintersterns. Halt die Fresse, Alter. Das juckt mich absolut null. Das juckt mich absolut null, mein Freund. Zack. Das kann auch alles rein. Zack, zack, zack. Ciao, du Affe, Alter. Das ganze Zeug hier werde ich auch sowas von da rein tun. Bitch please, bitch please. Also Eichenharz und Ahornsirup brauchen wir gar nicht mehr. Wir haben alles fertig. Lass das alles wirklich mal mitnehmen und es dann irgendwie da rein tun. Selbst wenn wir nochmal welche brauchen dürften, ja, dann könnten wir jederzeit welche bekommen. Also das ist kein Stress. Und guck mal, die Bäume wachsen schon. Das ist doch super. Finde ich. Absolut. Super, yeah. Und das wächst wahrscheinlich nicht, weil hier eine Truhe daneben steht. Oh. Das ist natürlich scheiße. Yeah, yeah, yeah. Was soll ich denn großartig machen, bitte? Machen, bitte. Fuck, was soll ich denn hier machen? Es wird nicht wachsen. Na gut, was soll ich denn großartig machen? Es schreibt sich zwar, aber es ist halt einfach irgendwie die Wahrheit. Kann da nichts großartig machen. So, das können wir jetzt mal wegtun. Iridiumbarren könnte man eigentlich auch wegtun, aber das möchte ich jetzt nicht. Wir könnten eigentlich ziemlich viel hier wegtun, aber erstmal die ganzen Ahornsirup, hä? Die können wir in Massen da rein tun, zack. So. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das hier wegmachen müssten. Ja, aber wie soll man das... Wie soll man denn die Truhe wegtun? Ich nehme jetzt einfach mal alles in... So, dann tun wir erstmal... etwas in die andere Truhe hier hin. Okay, dann haben wir jetzt wieder Platz. Dann tun wir... holen wir uns das hier alles... und tun die weg. Meint ihr, die ist hier besser? Ich hoff's mal. Alter, das nervt schon ein bisschen, ne, das Ding hier. Ja, es nervt schon wirklich, wenn ich ehrlich bin. Ja gut, passt. Gut, dann können wir... Ja, stimmt, jetzt ist ja diese Sternfrucht. Dingsbums fertig. Ist deswegen das nicht gewachsen? Das wäre ein bisschen uncool. Also Fässer brauchen wir, wie gesagt, auch nicht mehr. Ist schon mal klar, die Pilze können wir mitnehmen. Ich weiß halt nicht, was wir jetzt hier noch... Was brauchen wir denn großartig noch? Also die Bäume wachsen zum Glück, ich hoffe es mal. Wenn nicht, dann haben wir halt echt verschissen. So, das ist uralte Frucht, genau. Gut, dann haben wir hier auch noch die Ernte fertig. Ah, uralte Frucht. Das ist super.
Die alten Früchte tun wir immer in den Saatgut. Damit wir hier alles voller dieser Saate haben, ne? Ganz klar. Weil die müssen wir zum Glück dann nie... Wir müssen halt nie wieder Saat dann kaufen, ne? Für diese uralten Früchte. Das ist einfach nur Weltklasse. Das wäre einfach nur perfekt. Und ich glaube, 95 dürften nicht mal reichen, um hier alles voll zu kriegen, ne? Okay, das heißt, wir müssten auch neue Sternfruchtsaat kaufen. Oder wie viel kriegen wir hier hin? Ich glaube, wir kriegen das locker nicht voll hier, oder? Nee, nie im Leben. Gut, dann müssen wir jetzt wohl... Ist schon wohin? Zu Oase. So, zack. Stimmt, die uralten Früchte hier rein. Eine weitere uralte Frucht haben wir jetzt übrig. Mit der wir nichts anfangen können. Zack. Dreimal uralte Frucht, Wein, ich glaube, Reifen. Guck mal, was ist das? Geil, uralte Samen, 5 Stück direkt. Fuck, hätte ich gewusst, dass es so schnell geht, dann hätte ich die uralte Frucht nicht weggetan. Alter, wie geil. Dann machen wir das ab sofort immer. Na gut, 5 Stück können wir jetzt auf jeden Fall hier jetzt erstmal verwenden. Aber wir bräuchten halt trotzdem noch ein bisschen was, ne? Weißt du was, die restlichen Sonnenblumensäte, die tun es auch. Dann haben wir halt mal ein paar weniger Sternfrüchte, ist jetzt auch nicht großartig schlimm. Man muss jetzt auch nicht immer alles so eng sehen. Und die uralten... Guck mal, das ist doch eigentlich geil. Guck mal, wie schnell das geht. Dann brauchst du ja nur 2 machen, dann tust du 2 da rein und... Ja. Ist absolut chillig. Und ich guck mal, ob ich hier irgendwas zum Reifen reintun kann. Wenn nicht, dann geht es halt nicht. Doch, geht sogar. Das ist wunderbar. Oh yeah, 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 yeah. Das ist geil. Oh, Matika. Oh yeah, yeah, yeah. So, erstmal richtig fett hier Sternfruchtzeug da rein. Zack. Das ziemlich viel wert sein wird. Sehr schön, ich finde das super. Einfach alles hier in die Keks rein. Zack, 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 zack. Je mehr wir da reinkriegen, ist desto besser. Und alles natürlich nur in die Fässer. Reimt sich sogar, ist es immer besser. Hahaha. Yeah, baby, oh yeah, baby, oh yeah, baby, du bist sowas von scharf, wenn ich dich abklutsche. Okay, sorry. Was ist nur mit dieser Maus los? Auf jeden Fall richtig coole Musik, ich mag sie. Ich mag sie wirklich. Also die ist wirklich schön, einfach nur atmosphärisch. Ich mag sie. Ich mag sie wirklich sehr. Die ist echt wundervoll. Gut. Na, mehr können wir jetzt auch nicht hier verwenden. Und wir dürften jetzt eigentlich auch skippen können. Weil... Oder? Oder haben wir jetzt irgendwas noch zu tun? Nee, warum haben wir nicht? Gut. Ich würde aber trotzdem sagen, das war's jetzt mal für diesen Part.
schon ziemlich cool, was wir jetzt hier alles dadurch bekommen können. Okay, wie viel bekommen wir durch das Ahornsirup? 44.000, 21.300, ist gar nicht mal viel. Wenn man so viel in Massen da reintut. Ist gar nicht so krass. Aber trotzdem 81.000 ist okay. Wir haben nicht wirklich Sternfrüchte reingetan. Wir haben eigentlich nur gewartet, bis die Sternfrüchte fertig sind. Nichtsdestotrotz, der Wein dürfte in einer Woche fertig werden. Das heißt, eigentlich wäre es am besten, wenn wir wirklich am Frühling erst aufwachen. Im nächsten Part. Ja, wir haben schon wieder fast 1 Million. Ihr seht schon, wie schnell das geht, ja. Es geht nur noch bergauf, meine Damen und Herren. Der Winter soll eigentlich immer nur geskippt werden, mehr nicht. Und so habe ich mir das geplant. Ich habe ja gesagt, erstmal wird es so aussehen, dass wir gar nichts verdienen oder gesagt nur Verluste machen. Und jetzt sieht es halt einfach nur so aus, als ob wir wirklich sehr, sehr schnell unser Geld verdienen. Und so geht es halt sehr, sehr schnell, bis wir die 10 Millionen haben. Es ist einfach besser so. Es ist 1000-mal besser. Da hast du weniger Spielstundenzeit. Und kriegst dadurch so schnell deine 10 Millionen. Aber es werdet ihr im Frühling, glaube ich, noch krasser sehen. Da werden wir nur zu unseren Bäumen gehen. Und nicht mehr. Wir gehen ja erst gar nicht da irgendwo raus spazieren. Naja gut, wir sehen uns auch zum nächsten Part. Wir sehen uns morgens nichts mehr. Tschüss.